Wir haben diese Schließen, Steigen, Öffnen und Sinken als den Qi-Mechanismus, als das Prinzip der Lebendigkeit an sich. Und dazu gehört noch ein fünfter Aspekt. Das ist die Mitte. Ja, und das ist ja, wenn wir in der chinesischen Medizin, das ist ganz spannend, die chinesische Medizin heißt auf Chinesisch Zhong-Yi. Und Zhong ist die Mitte und Yi ist die Medizin. Wird genauso geschrieben, auch Y-I, aber es ist ein anderes Schriftzeichen. Zhong-Yi ist die Medizin der Mitte. Das hat ganz viele Aspekte. Die chinesische Sprache ist ja eine Sprache, die das Symbol als Mittler des Geistes in die Materie stellt, also durch die Schriftzeichen, durch die Symbolwelt, durch die Piktogramme. Das heißt, einerseits ist es die Medizin, die uns befähigt, in der Mitte zu sein. Ja, das ist damit gemeint, wenn wir sagen, ja, in der Mitte sein. Das heißt, aus dem Zentrum herauszuwirken. Es ist aber auch Zhong-Yi, weil China ist Zhongguo. Zhongguo ist das Land der Mitte. Also es ist die Medizin aus dem Reich der Mitte. Ja, und somit hat es ganz viele Facetten. Und diese Mitte ist in der chinesischen Medizin ganz besonders. Also wenn man die Medizin, das ganze System schon danach benennt, dann ist da ein besonderer Stellenwert drin. Ja, es ist die Medizin der Mitte aus dem Reich der Mitte und befähigt den Menschen, in seiner Mitte zu sein. Und deswegen als die Mitte neben diesen vier dynamischen Bewegungen dieser Punkt, das ist sozusagen, kannst du dir vorstellen, wie die Narbe eines Rades, ja, das hat an sich keine eigene Bewegung, aber bewegt alles andere. Und wenn ihr diesen Da Vinci-Menschen kennt, ja, der so gestreckt steht, dann ist die Körpermitte wirklich unterhalb des Nabels, da wo wir gerade auch am Anfang, wo ich gesagt habe, das nennen wir Dantien. Das ist auch das Körperzentrum. Und wenn wir eine einigermaßen aufrechte Haltung haben, dann wird hier auch der Körperschwerpunkt sein. Und diese Energie der Mitte werden wir auch uns noch genauer anschauen, neben den Dynamiken. Und nur schon mal als kleiner Trailer, ja, das I, die Aufmerksamkeit, das, was die Energie lenkt, ist der geistige Aspekt der Mitte. Ja, also deswegen ist eine stabile Aufmerksamkeit, ist ein im Zentrum Ruhen und von da die dynamischen Bewegungen des Lebens betrachten. Und dann auch beobachten, wie unsere Aufmerksamkeit vielleicht immer in eine sich schließende Energie, in eine expansive Energie, in ein Zusammenziehen, in ein Ausdehnen, in ein Aufsteigen, in ein Bewegen wollen, in ein Zurückziehen wollen, immer wieder die Aufmerksamkeit, ja, dahin gezogen wird und es immer nur wieder darum gehen wird, in der Mitte zu ruhen. Aufmerksamkeit. Deswegen machen wir ganz viele dieser Übungen für Körpersensibilität. Weil wenn wir mit Qi arbeiten, mit Energie arbeiten, ist Körpersensibilität das A und O. Ja, dass du spürst, oh, zieht mich da gerade was? Ja, ist das ein Impuls raus? Ist das ein Impuls, was zu tun? Ist das ein Impuls, ja, zu ruhen? Dass du, und das nicht alles zu verstehen, sondern dass du immer mehr ein Gespür dafür empfindest, im Zentrum, in der Mitte zu sein. Und das ist jetzt vielleicht noch etwas, was eine Begrifflichkeit ist, was sich dann aber im Laufe der 2 Jahre auf jeden Fall mit Lebendigkeit füllen wird, umso mehr wir damit arbeiten.